Hallo, guten Tag. Bonjour. Ich bin der liebe, in Anführungszeichen, Michel aus Frankreich. Und ich wollte ein bisschen über meine Erfahrungen bei Europa. Seit vielen Jahren bin ich in Deutschland und ich habe mich sofort wohlgefühlt, wie zu Hause. Wunder. In Europa, in dieser Gemeinschaft, wir leben in Frieden, mit vielen Freunden und offenen Grenzen und sind auch tolerant, multikulturell. Das, wie favorisiert wir in Deutschland oder in Europa sind, habe ich mich seit 34 Jahren leicht überzeugen können durch meine vielen Auftritte als Clown, lustiger Clown mit verschiedenen Kostümen, für ein bisschen als Botschaft der guten Laune und der Freundschaft. So, dass mir Deutschland und auch Europa mir sehr am Herzen liegt, das ist auch ganz klar. Und ich kann also wirklich, wenn man aus der Welt zurückkommt, aus Europa, man kann also feststellen, wie gut wir es hier haben. Und das wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Da Europa mir sehr am Herzen liegt, habe ich mir auch, und da ich mir auch mit Symbolik sehr viel beschäftigt habe, hat mich natürlich die Bedeutung der europäischen Flagge sehr interessiert. Und ich habe also recherchiert, und das sind also, wenn man die Flagge sieht, das Blau ist unübersehbar als Kraft vom Himmel und vom Wasser. Und dann haben wir diese Sterne. Und dann fragt man sich, warum eigentlich Sterne? Die Sterne, Mond und Himmel, Mond, Sonne und Sterne sind als Symbol für Wiederkehr. Das heißt, sie kommen und gehen, und zwar immer wieder. Und das sind sie also wieder für ein Symbol der Wiederkehr, wieder versuchen, zum Besseren zu gelangen. Dann haben wir eine wichtige Frage, die sehr viele in Europa beschäftigt haben, und das hat auch viele Jahre gedauert, bis man sich auf diese Sternezahl, Anzahl vereinigt hat. Und ich glaube, dass sehr, sehr wenig Leute hier wissen, wie viele Sterne auf dieser Flagge sind. Jedenfalls, es hat wahrscheinlich viele christliche Bedeutung, Symbolik dahinter. Aua. Und diese Zahl ist 12. Und man sagt, eine Meinung dazu ist, dass es aus der christlichen Symbolik die 3 für die Dreifaltigkeit und die 4 für die 4 Weltrichtungen oder 4 Jahreszeiten und so weiter. Das heißt, 3 mal 4 gleich natürlich 12. Und das bleibt auch dabei. Egal, wie viele Länder in der Europäischen Gemeinschaft da sind. Dann haben wir diesen Kreis. Warum ein Kreis? Weil der Kreis eigentlich ein Symbol für Vollkommenheit und für Perfektion. Das heißt, die Flagge bedeutet einfach, mit der Kraft des Himmels und des Wassers kommt man durch diese Sterne als Wiederkehren zu einfach versuchen, dass man zu Vollkommenheit in Europa kommt. Und das wollen wir alle versuchen, und deshalb sind wir auch hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Da hat jetzt doch